Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Wasteland hier bei Onkel Bobby auf dem Kanal. So, pass auf, wir wollten in der letzten Folge haben wir ja den Blutaltar weiter ausbauen können. Ich habe den jetzt ein bisschen verändert. Wie du siehst, ich habe die Säulen jetzt weggemacht, habe da Enlighted Clear Glass drauf gemacht, dass wir die Fackeln wegmachen können und dass wir dann eine Beleuchtung haben über Nacht. Deswegen, das ist Enlighted Clear Glass. Also dieses Zeug kannst du machen, wie du willst. Und da oben, da kommt dann ein Blutstein hin. Ein Bloodstone, den müssen wir aber erst noch machen. Ich habe jetzt hier einfach mal die Speedrunen gemacht. Die Speedrunen, die machst du eben halt aus dieser Blutrune und einer Blank Slate, beziehungsweise zwei Blank Slates und so ein bisschen Zucker. Das können wir nochmal machen. Deswegen habe ich den einen nochmal übrig behalten. Den können wir nochmal machen, dass ihr das einfach mal seht, wie das funktioniert. Das heißt, die Blank Rune, die haben wir ja schon mal gemacht, ne? Das ist ja keine Frage. So, dann packst du hier die Blank Slates hin, so schaut das ganze Ding aus. Oder Blood Rune, hey, ne? Die Blood Rune haben wir schon mal gemacht und daraus wird dann eben die Speed Rune wegen Zucker, ne? Zucker ist klar, wer viel Zucker zu sich nimmt, der ist auch so ein bisschen, ich sag mal, fickerig, ne? der rennt immer rum wie so ein aufgescheuchtes Eichelhörnchen und dementsprechend ist es halt so, dass der Red Bull Energy zum Beispiel oder Flying Horse oder wie sie nicht alle geheißen haben, bestehen ja eigentlich auch nur aus Koffein und Zucker, nichts anderes, ne? Hochkonzentriert. Und dementsprechend bist du dann auch so ein bisschen hibbelig für eine kurze Zeit, bis der Körper das dann wieder abgebaut hat. Ist ja auch keine Frage. So, ich fülle den Tisch zwischendurch mal wieder ein bisschen auf. Denn ich muss 28 von diesen Imbued Slates machen. Da habe ich ja schon 17 von gemacht. Die werde ich dann hier unten dran bappen. Du musst auch nicht bis ganz hinten dran ans Ende gehen, habe ich gesehen. Bis dahin. Sondern es reicht, wenn du es nur bis hierhin machst im Endeffekt. Dass du halt so eine schöne Pyramide hinbekommst. Das heißt, der hier kann dann auch irgendein x-beliebiger Stein sein. Ich habe jetzt hier Marbelstein dafür genommen, weil das hier auch alles Marbel ist. Deswegen, habe ich den als Optik nur genommen dafür, ne? Das ist keine Frage. So, dann, dafür brauche ich eben halt Blut ohne Ende. Da habe ich jetzt gestern schon eine ganze Ecke gemacht, dann bin ich gestorben, dann musste ich wieder vom Server runter. Dann habe ich gedacht, das sieht keiner, das merkt keiner. Bin ich ja ganz ehrlich, ich kacke mich ja mal selber an. Und habe dann weitergemacht, weil ich wollte ja auch fertig werden. Da kam der liebe Flur auf den Server und hat gesagt, hallo. Na gut, dann musste ich ja doch zwangsläufig runter. Das ist halt einfach so. Und dann bin ich heute Morgen auf dem Server drauf und wollte gerade aufnehmen. Da ging mein Computer wieder einfach aus. Hat er jetzt schon über eine Woche nicht mehr gemacht. Da ist er nicht. Also ich habe ja immer das Problem, dass ich einen schwarzen Bildschirm einfach habe und dann muss ich wirklich die Kiste einfach komplett killen. Muss ich die komplett ausmachen. Und da stand auf einmal, dass ich gestorben bin. Das war aber nicht richtig, das war falsch. Und dementsprechend möchte ich das gleich von vornherein mal aufklären, dass ich jetzt trotzdem wieder auf den Server gegangen bin. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich habe die Kommentare gelesen zu dem letzten Video und da wurde mir geschrieben, dass der liebe Flu mal gesagt hat, es wird kein ME-System geben und es soll auch kein Storage-System geben. Ist richtig, hat er mal gesagt, weil er anfangs erst dagegen war, er kannte sich damit halt nicht aus. Jetzt hat er sich von der Bobsus, so eine kleine Lehrstunde geben lassen und hat gemerkt, wie cool eigentlich Technik sein kann. Und jetzt muss ich sagen, haben wir natürlich schon Ender-IO drauf. Ne? Das soll ja schon mal was heißen. Und die Sache ist halt, jetzt warten wir einfach nochmal drauf ab. Wir hoffen ja drauf und wir reden ja auch. Wir reden ja miteinander. Ne? Ist ja nicht so, dass wir auch nicht untereinander reden. Wir spielen ja nicht nur, wir reden ja auch miteinander. Und da ist halt der Fall, dass wir uns halt natürlich auch über solche Themen unterhalten. Klar. Und deswegen sage ich immer, sag niemals nie. Das ist einfach so. So, pass auf, wir machen jetzt hier nochmal weiter mit einem Ritual Diviner. Den brauchen wir nämlich, um die Blutsteine zu machen, die Bloodstones. Und dafür brauchen wir diese Elemente. Wir brauchen einmal Luft, wir brauchen Wasser, wir brauchen Erde und wir brauchen Feuer. Und das Ganze machen wir aus einer Gasträne. Scheiße, wo kriegen wir die her? Alter! Okay. Das ist der eine Punkt. Lapis Lazuli Block, das sollte kein Thema sein. Obsidian sollte auch kein Thema sein. Und Magma Cream, wo machen wir den her? Blaze Powder und, oh Gott, wo kriegen wir Blaze Powder her? Hallo? Aus einer Cinder Pearl, okay. Blaze Rod ist auch klar.
Und aus Staub. Okay, haben wir. Läuft. Warte mal, dann haben wir doch bestimmt die ganzen Sachen zusammen. Wir sind doch hier mit Ex Nihilo unterwegs. Das vergesse ich auch immer wieder jetzt nach dieser Zeit. Weißt du, das ist wirklich einfach so ganz krass. Ich bin schon ein bisschen länger auf dem Server als jetzt nur hier diese Aufnahme, muss ich dazu sagen. Deswegen diese komische Meldung. Block of Coal. Pass auf, wir brauchen ja einen Lapis-Block. Wir brauchen, haben wir nicht zufälligerweise alle schon zusammen? Nee, ne? Wir brauchen Blaze Powder und wir brauchten, was war das noch? Warte mal. Blaze Powder und wir brauchten ein Slime Ball. Wollen wir jetzt Slime? Hallo, Slimey! Und die Frage ist, haben wir da nicht auch eine Gasträne irgendwo? Wo kriegen wir die her? Wo kriegen wir die Gasträne? Ach, die kriegen wir aus Soul Sand. Okay, das könnte natürlich sein. Dann hätte ich da nämlich auch schon mal eine Idee. Ist jetzt ein bisschen zusammensuchen hier. Aber mal gucken, ob wir das zusammen finden können. In der Tat. Das heißt, warte mal, Slime wäre ja, wenn, dann meine ich hier irgendwo mit drin, ne? Irgendwer wird den noch schon gefunden haben. Den ollen Schleim. Warte, lass mich mal ganz kurz hier ganz in Ruhe hochkonzentriert suchen, ohne dass ich irgendwas zu kommentieren habe. Siehst du? Dann haben wir doch schon mal einen Slimeball. Dann können wir nämlich da nämlich schon mal den Gerät draus machen. Hier, zack, haben wir schon mal Magma Cream. So, pass auf, dann Obsidian. Haben wir nicht hier auch irgendwo Obsidian? Aber das könnte man ja auch, zur Not kann man das ja auch mal schnell selber machen. Weil das ist ja das Schöne, du kannst hier, meine ich, Obsidian auch selber machen. Fackeln. Fackel nicht so lang, Mann. Brimstone. Nur bevor ich jetzt hier Ressourcen vergeude, wäre es natürlich toll, wenn wir hier irgendwo Obsidian finden würden. Also wir haben ja auf jeden Fall an jeder Ecke haben wir ja hier eine Magma Crate. Das Einzige, was wir nicht haben bisher, ist tatsächlich eine Gasträne. Ich hoffe, dass die unten drin liegt. Aber ich meine, ich habe da schon mal eine gesehen. Bei meinen Streifzügen hier durch das Lager. So. Was haben wir hier noch? Hallo? Wäre toll, wenn du gehen würdest. So, hier haben wir nun, oh, das hat er hier zwei Diamond Chests schon gemacht. Die sind natürlich voll mit dem ganzen Stuff, okay. Das heißt, wir haben immer automatisch Nachschub an Steinen und sonstiger Farm. Hier rechts war das gewesen. So, und hier meine ich, müsste auch eine Gasträne sein. Siehst du, dann haben wir doch schon fast alles zusammen, außer Obsidian. Irgendwo müsste auch Obsidian sein. Warte mal, können wir das nicht irgendwo, wo waren das gewesen? Was waren Obsidian? Alter, jetzt geht's aber los hier, da. Obsidian, Wasser. Wassermann, Alchemie, Chemistry. Müsste ich tatsächlich entweder runtergehen und suchen, das mache ich glaube ich auch noch, oder die Frage ist halt, hat hier nicht noch irgendwo einer in seinen Kisten was rumfliegen? Weil ich meine, ich habe mal was mit hochgebracht. Kann mich aber auch gerne... Oh, ist natürlich alles weg. Kann mich natürlich auch gerne täuschen, dass das mittlerweile alles weg ist. So, das haben wir jetzt gemerkt. Dann machen wir das noch. Haben wir auch fertig. Achso, und es hat einer gesagt, ich soll die Speedrunen wieder wegmachen. Die würden zu viel Life Points verbrauchen. Nein, die verbrauchen nicht zu viel Life Points, sondern es ist halt so, es geht einfach schneller. Die beschleunigen das. Ich verbrauche nicht mehr, sondern es geht einfach in kürzerer Zeit. Es wird in kürzerer Zeit fertig. Das ist der Hintergrund. So, pass auf, jetzt müsste ich theoretisch gesehen mir irgendwoher eine Runde Dinges besorgen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hallo Frau Chironaya, hast du hier zufälligerweise mein begehrtes Material, was ich suche? Wolle. Die Frau hat Wolle. Ich suche eigentlich nichts Schlimmes. Es tut mir leid, dass ich mal so deine Kisten durchwühle hier. Ich weiß, das macht man einfach eigentlich gar nicht. Aber, vielleicht hast du das ja. Zack, ich mache die Tür wieder zu hier. Obwohl ich nicht aufgelassen habe, ne? Muss man auch sagen. Schade auch. Schade, schade, schade. Ich dachte, wir hätten das hier. Das heißt, da muss ich mal ganz kurz runtergehen.
Wenn denn noch mein Gang da unten passt, muss man ja auch ganz klar sagen. Weil ich vermute mal, wo war es gewesen? Hier unten, ne? Ich vermute mal, dass du dafür wieder irgendwo so einen komischen Tisch brauchst. Das heißt, da müsste ich ja eigentlich... Warte mal, es gibt doch hier diesen... Hä? Alchemic Chemistry, warte mal. Das ist doch eigentlich ein Blood Magic Tisch. Ja, schön. Ich brauche so oder so Obsidian. Dankeschön. Dann gehen wir da jetzt einfach runter. Das heißt, wir gucken nochmal unten nach. Da waren wir schon Ewigkeiten nicht mehr, ne? Müssen wir auch sagen. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht machen darf, ist natürlich verrecken. Das ist ganz klar. Kaum der Rede wert. Hui. Hier machen wir wieder zu. Dann haben wir so einen schönen Huch, Aufzug. So, und du gehst jetzt hier... Amaranta. So, brauchen wir auf jeden Fall einen Obsidian. Denn der würde mir reichen, ne? Den drin. Hallo. So, wir müssen noch weiter runter. Irgendwo. Wow. Wow. Alter, wo kommst du denn her? Warum musst du mich nur so erschrecken an einem frühen Morgen, Mensch, ist so doof. So. Irgendwo da unten sehe ich schon, ist Grundgestein auf jeden Fall. Das heißt, hier wird auch irgendwo Lava sein, ne? Irgendwo war doch hier so ein oller Lavasee. Willkommen in der Dunkelheit, lieber Man. Jetzt weiß ich aber auch im Moment nicht wirklich, wo... Ich habe natürlich auch keinen Kopfhörer an, ne? Guck mal hier. Hier, guck mal. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch Wasser, theoretisch gesehen. Was habe ich jetzt nicht mitgenommen? Wir haben Dias. Guck mal. Das ist nicht schön. Ein Obsidian, der würde mir schon völlig reichen. Soll ich die erstmal mitnehmen? Ich habe ja Glück drauf, ne? Ne, habe ich nicht. Reinforced? Hast du oder hast du nicht? Ich habe kein Glück drauf, deswegen lasse ich das einfach mal so. Also, wir gehen wieder zurück. Mir reicht ja dieser eine Obsidian. Mehr brauchen wir nicht. Was diese Partikel betrifft, in Wirklichkeit würde es hier ein Zeichen sein, dass du hier nicht genug Luft haben würdest. Dass hier nicht genug Sauerstoff wäre. Das sind diese Partikel. Das sagen diese Partikel aus. Also im wahren Leben im Endeffekt. Wenn du sowas schon siehst, dann weißt du, okay, keine Luft. Ist halt so. Ist wirklich so. Weil da bilden sich dann irgendwelche Gase. Und diese Gase siehst du dann halt. Im Endeffekt. Tatsächlich. Soll man immer nicht glauben, aber das gibt es tatsächlich. Ist wirklich so. So, dann machen wir diesen Obsidian auch noch platt. Und wenn wir den platt haben... Dann ist, glaube ich, alles gut. Hoffe ich zumindest. Zack, Klappe auf, Klappe zu und wieder hoch. Hui. Das finde ich so cool an diesen Fahrstühlen, weißt du? Da kannst du schön ganz in Ruhe hochfahren. Das finde ich voll gut. So, ich hoffe, ich habe so einige Leute aufgeklärt. Wie gesagt, das Einzige, was ich noch zu prüfen habe, ist halt ein netter Kommentar über den Blutaltar mit meinem... komischen Bluttempel da oben drauf. Da soll es wohl verschiedene Möglichkeiten geben. Ich vermute einfach mal, dass aus irgendwelchen Gründen auch immer hier zu wenig durchgeht. Deswegen ist das nicht so, dass ich jetzt sage, ich nehme da oben einfach mal den ganzen Tank mit und so weiter und mache den Tank voll und kippe den wieder aus und dann kommt da auch gleichzeitig so viel raus, wie also fließt von oben so viel runter, wie unten aus dem Altar rausgeht und so weiter. Ist wohl nicht so einfach. Zumindest nicht hier in diesem Paket. Muss ich auch dazu sagen. Ihr habt das schon gehabt. Da habe ich oben einfach diesen komischen Dings draufgesetzt. Diesen Tank draufgesetzt. Und dann war alles gut. Und dann hat das auch funktioniert. Das heißt, es ist genauso viel nachgelaufen, wie rausgegangen ist. Aber in diesem Paket offensichtlich oder nicht. Nein, was fehlt mir jetzt noch? Leute, was fehlt mir jetzt noch? Natürlich fehlt mir noch was. Und zwar ein Emerald, Leute. Ein Emerald. Den müssen wir uns noch zusammensuchen. Unglaublich, ne? Unglaublich, so weit. Unglaublich.
Warte mal, Emerald. Emerald. Wo kriegen wir den her? Herrn Reit. Sigmel aus Gravel. Warte mal, hat den dann doch bestimmt schon mal einer gefunden, ne? Müssen wir auch nochmal suchen. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, dass wir das alles so instant in der Aufnahme machen. Aber, dann haben wir es wenigstens alles live als richtiges Let's Play. Und nicht als Zusammenschnitt, ne? Muss man ja auch sagen. Habe ich den Platz? Ja, habe ich. Gravel. So, dann lassen wir den auch nochmal sieben. Ich vermute mal, dass die Siebe irgendwann auch nochmal hier rüberkommen, dass das nochmal eine ganze automatische Maschinerie wird. Warte mal. Hätte ich ja vorhin schon gucken können, ich Horst, ne? Aber ich glaube, hier war keiner drin. Da glaube ich jetzt ganz fest dran. Okay, pass auf, dann gehen wir da hin. Und lassen uns das mal so ganz trocken quasi aussieben. Es sei denn, hier liegt schon einer drin. Gravel, natürlich. Alter, Leute. Wie geil. Warte mal, dann können wir das aber hier mal alles reinschmeißen. Wo ist es denn? Gravel. Da ist nochmal Gravel. Da ist noch Gravel. Da haben wir nur Stone. Pass auf, ich nehme mir einfach mal einen so ein Ding. Den anderen packe ich hier wieder rein. Dankeschön. So, dann haben wir nämlich jetzt den Ritual Diviner. Damit hat es halt, wie gesagt, auf sich, dass wir den Tisch, den Blutaltar, auf Altarstufe 4 machen können. Jetzt sind wir noch bei Altar 3, bei Tier 3. Mit dem Ritual Diviner, das machen wir nächste Folge. Da können wir uns dieses sogenannte Bound Blade machen, damit wir ein bestimmtes Material rausbekommen. So, und puff, haben wir diesen Ritual Diviner. Sehr gut, ne? So, damit kannst du nämlich mit diesem Ritualstein etc. pp. So ein schönes Gebilde bauen. Das sieht ganz toll aus. Und dann, wie gesagt, kriegst du ein Bound Blade raus. Das hat so ein bisschen was mit Magie zu tun. Nicht mit Magie, sondern mit Magie. Ne? Und das hilft uns weiter, eben diesen Tisch, diese Steine, diese Blutsteine da oben zu machen. Habe ich ja schon mal gesagt. Und wir können ihn dann auf Tier 4 bauen. Das ist schon mal ganz cool. Und dann können wir nämlich langsam, aber sicher weitermachen. Vielleicht kriege ich ihn ja wirklich noch ausgebaut bis zum Ende. Das will ich. Wäre noch mein Ziel. Das wäre noch ganz cool. Wollen wir mal gucken. Gut, Freunde, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Oder auch ein Abo. Und dann sehen wir uns wieder übermorgen zur nächsten Folge von Minecraft Wasteland. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Schönen Tag noch. Tschüssi.